Dr. Christina Baum. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der demografische Wandel, den Sie als Begründung für Ihren Gesetzentwurf anführen, ist kein Phänomen, das erst in den letzten Jahren hervorgetreten, sondern schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Als Folge einer desaströsen Familienpolitik, die nicht auf den Erhalt des eigenen Volkes ausgerichtet war und ist, wurde auch das Gesundheitssystem nachhaltig ausgehöhlt. Und erst jetzt in der Scheinopposition bemüht sich die Union, als Hauptverantwortliche für diese Katastrophe vermeintliche Lösungen aufzuzeigen. Wir sind aber längst an einem Punkt angelangt, bei dem Reformen der Ausbildung zwar sinnvoll sein mögen, diese das grundsätzliche Problem aber nicht mehr lösen. Wir stehen vor der Herausforderung, überhaupt genug Interessierte zu finden, die bereit sind, im Gesundheitsbereich und insbesondere am Patienten zu arbeiten. Bereits seit Jahren predigen wir, dass unnötige Bürokratie abgebaut und bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden müssen. Unnötige Vorschriften, die das Arbeiten erschweren und die Fachkräfte von ihrer eigentlichen Arbeit am Patienten abhalten. Behandlungsdruck, um der geforderten Kosteneffizienz nachzukommen. Und letztendlich gestresste und abends völlig ausgelaugte Behandler, die an der absoluten Belastungsgrenze arbeiten und deren eigener Gesundheitszustand in vielen Fällen dadurch angegriffen ist, sind die Realität. So wird es mir geschildert von fast allen Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Die schrecklichen Corona-Maßnahmen und die Zwangsimpfung haben ihr Übriges dazu getan, die Personalsituation weiter zu verschärfen. Diejenigen, die in dieser Zeit ihren Beruf an den Nagel gehängt haben, werden auch nicht mehr zurückkommen. Zu sehr hat dies alles bei ihnen zu physischen und psychischen Problemen geführt. Schon heute ist die Ausbildung zum Physiotherapeuten eine anspruchsvolle Ausbildung. Unterm Strich wird die Akademisierung der Ausbildung allerdings auch hier nichts nutzen, denn es sind bestimmte Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen. Dazu gehören beispielsweise eine attraktive Gestaltung der Ausbildung durch Wegfall von Schulgeldern und generelle Zahlung einer Ausbildungsvergütung. Grundsätzlich löst aber nicht allein die Veränderung der Ausbildung vorhandene Problematiken, sondern die attraktive Gestaltung des Berufes an sich. Hierzu gehören erweiterte Kompetenzen, die von Ihnen hier jedoch nicht konkretisiert wurden, die aber das Entscheidungsrecht über die Wahl der Anwendung oder Technik enthalten könnten. Dies ist wichtig für die Behandlung. Deshalb meine Forderung, seien Sie endlich bereit, die Probleme an der richtigen Stelle anzupacken, nämlich an der Wurzel. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Saskia Weishaupt.